Hallöchen, Hallöchen zusammen. Haha, ja, wir sind auf, nicht auf Semira Prime, wir sind in unserem Community-System Semira Centauri. Ich bin hier gerade mal reingesprungen, hatte ich schon die Befürchtung, dass mein Spiel abstürzt. Wir machen heute einen verfallenen Frachter, denn ich habe ja von N1 einen Notfallübertragungsempfänger bekommen. Und da stellen wir jetzt mal das Signal ein. Plupp. Und dann fliegen wir mal ein bisschen rum. Und dann können wir nämlich gleich sehen, was für ein verfallener Frachter. Bumm. Denn in Semira Centauri auf uns zukommt. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe ja in der vierten Staffel noch keinen verfallenen Frachter hier gemacht. Als das Update rauskam und wir den Livestream gemacht haben und ich dann noch ein Video zu dem ganzen neuen Content hier gemacht habe. Wo? Oh, den finde ich mal schön hier. Plup. Da waren wir noch in einem anderen Spielstand. So, dann gucken wir mal. Türsteuerung. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass die Tür hier im Offen war. Voll schräg gekriegt. Bim, hau ab hier. So, machen wir erstmal die Heizung an hier, damit es hier nicht so kalt ist. So. Schwerer Vorfall. Zugang verweigert. Das ist nicht nett. Lass uns rein. Wir wollen Loot, Loot, Loot. Inaktiver Empfänger. Türversiegelung aufheben. Ja. Siegel beschädigt. Ja, hier gibt's ja absolut. Reparaturset und Feststaub und verdichteter Kohlenstoff. Mann. Und Natrium ist da. Genau. Die nervigen kleinen Biester. Verteidigungsgeschütz. Zwei Stück gleich. Nehmen wir erstmal das da weg. Gucken, was der mir an Schaden macht. Beobachten. Oh, das hält sich ja. Das hält sich ja in Grenzen. Hoppala. Oh, der Marv, der landet jetzt hier auch. Ach, kriegen wir noch Besuch. Dann machen wir hier mal Multiplayer. Oh, ja, das brauchen wir nicht. Das kennen wir, das kennen wir schon. So. Das ist dann aber, ja, wir machen hier ganz gechillt. Ganz gechillt. Lebender Schleim, lebender Schleim. Lecker, lecker, lecker. Oh, hier gibt es nochmal Loot. Loot. Nanit. Loot. Gruppe. Moin. So, dann machen wir hier. Zack, Protokoll. Oh, da haben wir schon das Terminal, sehr schön. Habe ich schon die Daten? Ich glaube ja. Crewliste abrufen. Was wird denn hier rumgekloppt, rumgeschossen? Unzähliges Personal. Bioscan aktualisieren. Captain Gebiet zensiert.
Kohle ist da. Jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir die Kohleste. Die brauchen wir nachher. So. Mit der Heizung anmachen. Sehr schön. Sehr schön. What? 191 da nicht. Na, nice. Sehr schön. Dann sammeln wir hier mal noch Lebenserwartung 4,5 Jahre. Aha. Wahrscheinlich die restliche. Bei Blau muss man weiter, genau. Und das sind nur irgendwelche... Irgendwelche kleinen... Hier sind wirklich noch mehr. Die sind doch selten allein hier, diese Teile. Kapseldruck abbauen. Boing. Aber die bringen immer noch nichts, ne? Außer ein bisschen lebenden Schleim. Okay. Nehmen wir uns da das Protokoll noch. Flum, 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 flum. So. Und doch. Biologische Probe. Gründlich untersuchten Zweig. So, da steht ein Stiefel. Das Bein ist aber nicht drin, oder? Man weiß ja nie. Doch plündern. Ich mache ja ordentlich Nanit. Ordentlich Nanit. Sehr schön. So, Marv hat hier schon aufgeräumt. Schön. Dann können wir uns direkt hier um die wichtigen Dinge kümmern. Protokolle und Loot, Loot, Loot. Okay. Alles klar. Kämpft gerade mit einem Geschütz. Ja, meine Waffen habe ich ja noch gar nicht gepimpt. So, gucken wir mal, ist hier noch... Da ist noch... Das knallt und scheppert hier. Nochmal 192. So, hier geht's zu Raum 3. Aha, aha. Frachtverzeichnis. Das hätte ich gerne alles. Organischer Katalysator, 392 Mal. Das hätte ich gerne. Gerne. Fusionskern? Ui, sogar 1, 2, 3. Schütze sind das. Zugriff verweigert. Haha, ganz knicken. Ich hab hier. Hab ich. Genau, Captain ist verstorben. Signatur vom Captain gelöscht. Jetzt bin ich hier. Was? Echt jetzt? Wieso geht das nicht? Nein! Sicherheitssystem aktiviert. Oh. Die sind schon kaputt. Okay. Geht nicht. Das hatte ich tatsächlich noch nie. Dann fehlt mir hier was. Dann fehlt mir hier noch... Was? Ein Protokoll. Nicht hier. Ich dachte, du räumst schon mal auf. Was ist denn hier nächste Heizeinheit? So, stehen wir mal ein bisschen an der Heizung. Warum fehlt mir ein Protokoll? Das verstehe ich nicht.
Sicherheitszugangsdaten, da sind sie. Alles klar, die waren ja sonst nach dem nach Release waren die immer im Raum davor. Jetzt sind sie also auch hier drin. Also entweder haben sie es geändert oder es war nur Zufall. So, da haben wir also. Jetzt bin ich eingeloggt. So viel Text. Sehr schön. So, dann haben wir Kapitänsprotokoll. Die Teleport. Ach, den vorne habe ich auch nicht. Die Werte. Hier gibt es ja. Alles kein Drama. So, oh, nächster Raum. Schon alles geklärt hier. Oh, hier schon alles. Alles sauber. Muss ich mal fragen. Natürlich interessant, wenn das hier nämlich einer nimmt. Wäre interessant zu wissen, ob der andere das auch nehmen kann. So, hier müsste jetzt. Hier steht gar nichts dran. Ananit verdient man hier ordentlich. Das ist nicht schlecht. Hätte mir mal merken sollen, wie viel ich vorher hatte. Sicherheitsoffizier. Bin aber voll, okay. Du bist das. Ich hab mich schon gewundert. So wie so eine Pustel, wenn ich drauf trete. Nein. Kleine süße Hundebabys. Ich hab Welpen im Kopf. So, da jetzt zu Raum 6 und da ist. Ein bisschen Loot, der tut gut. Sich plündern. Oh, das stimmt ja. Stimmt ja. Naja, das wird er schon verstehen, was ich da geschrieben habe. Okay, hier ist einfach mal gar nichts. Gar nichts. 6. Sind wir schon am Ende? Das ist easy. Oh, 4. Oh, Pflanzenkanister, geborgenes Basisteil. Sehr schön. Seit dem neuen Update gibt es ja viele Deko-Dinge aus diesen verfallenen Frachtern als Blaupausen hier. Und die findet man nur auf diesen Frachtern. Dann müssen wir das auch mal öfter machen. Hier, so ein Spind hier wäre cool. Korvex-Gehäuse. Muss man Heizung hier dran machen. Da ist noch mehr. Loot.
Kannst du da? Kannst du? Super. Alles klar, dann kann jeder Spieler für sich selbst looten. Das ist eine sehr, sehr interessante Erkenntnis. Das wusste ich ja vorher auch noch nicht. Das finde ich super. Dann macht es auch Sinn, dass man zu viert hier rangeht. Einer kauft die Koordinaten oder sammelt die und alle können looten. Wollen wir was noch plündern, so wie es hier steht. So, das war's. Den können wir jetzt hier unsere Belohnung holen. Technologie, Frachter-Schott. Da hatte ich ja mal Schrott gelesen, ja. Ja, es tut mir leid. Frachter-Schott. Ein Frachter-Schott wäre jetzt nicht schlecht. Ah, die haben das ja, glaube ich, schon gefixt. Nanit brauchen wir nicht. Und die Upgrades sind nur für die Frachter, die ich ja sowieso nicht benutze. Ah, noch nicht. Also nehme ich mir ein Frachtschott. Sehr schön. Boom, erledigt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Ich gehe mal Koordinaten kaufen. So, der, die das Station da. Unsichere Flugbahn. Markiert, hat er jetzt einen eigenen gefunden? Eine Gildengesandte. Stimmt, bei denen kann ich ja jetzt das Zeug bekommen. Kriege ich ja noch mehr Nanit. Was haben wir hier jetzt? 25.000. Was ist denn das? So, die Crewliste. Spenden. Also da gab es sonst immer Nanit. Gibt's nur Rang? Habe ich jetzt den falschen hier immer? Hm. Naja, stimmt, bei dem da drüben wahrscheinlich. Kaufen. So. Ja. 400. 552. Sehr cool. Das ist hier wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich noch nichts. So, kaufen wir mal für 5 Millionen neue Koordinaten. Die könnte ich ja auch sammeln. Aber warum sollte ich das tun? Ich hätte Lust zu. So, er ist da hinten auf seinem Frachter. Okay. Okay, okay, okay. Plüpp. Und plüpp. Oha, das ist aber schon ganz schön voll hier. Das ist schon ganz schön voll. So, zack. Dann machen wir nämlich noch einen. Zeit.
Goldgelb. Sehr schön. So wie jeden Spieler eine Landeplattform. Bin ich ja mal gespannt. Wahrscheinlich kriegt man auf jedem Frachter eine Blaupause. Einen Bauplan. Stimmt, die könnte man ja auch hinsammeln. Nicht mal Sauerstoff. So. Ein bisschen näher. So, jetzt mal eine Heizung an. Schauen wir uns mal um. Ist hier vielleicht ein Militärputsch? Achso, was wir am Ende machen können, ich nehme dann doch mal ein Update, Upgrade, um zu gucken, was für ein Upgrade es hier gibt. Also von der Qualität her, weil die Qualität immer gleich bleibt. So, größte Hammer. Gar nichts drin. Okay. Oh, hier ist noch einer. Okay. Okay, okay, okay. So, da ist einer. Da versteckt sich noch ein Köfferchen. Bei mir alleine. Schon alles schick. Okay. Fangen wir hier an. Da ist nichts. Da ist nur eine Heizung.
Das weiß auch noch nicht. Das klang jetzt nicht gut. Da schießt was. Das andere. Okidoki. Versteckt sein. Dann machen wir es halt ganz einfach. Da haben wir alles da. Ist doch gar kein Problem. Doch, hab sie doch schon. Sehr schön. So, da können wir... Komm mal wieder. Mein Minischaden hier. Achso, es gibt es ja auch nicht. Viel Spaß noch. So. Ich bin komplett voll. So, machen wir da Platz. Und dann brauchen wir... Das brauchen wir noch. Würfelwürfel kann weg. Die können weg. Stickstoffsalz. Das kann weg. Und das kann weg. Oh, diesmal sind zwei Stiefel da. Vorhin war es einer. Das ist
stabile Plasma. Was soll ich denn damit? Die hätte ich. Aha. Okay. Oh. Wo denn her? Ach, Marv hat Basiscomputer hergestellt. Also ein neuer Reisender aus der Community. Sehr schön. Oh. So, einer war da, einer hätte noch gefehlt. Jetzt haben wir beide. Sehr schön. Du. Cool, so eine Schütze würde ich auf meiner Base haben. Gegen die Wadenbeißer. Dass die ja nicht erst in die Nähe kommen. Das wäre doch was. Wer ist hier nicht? Nur ein leerer Raum. Oh, hier sind Geschenke. Und Oszillatoren. Kriegen wir die auch als Blaupause? Also wie es aussieht, kriegt man die Baupläne erst ganz hinten. Haben wir es ja auch gleich wieder geschafft hier. Geht doch ratzi fatzi. Crew unter Quarantäne. Aha. Klum. Weiter. Bisschen Munition gekriegt. Naja, gut.
Handschuhe. Hallo. Nur für den Captain bestimmt. Na klar. So, das haben wir schon. Ah. Oh, ein Schatz. Fass mit von Korix stammenden Kügelchen. Kügelchen. Sehr schön. Und strapazierfähiges Möbelstück. Geborgenes Basisteil. Sehr cool. Sehr cool. Das ist dieser. Das Ding hier, wa? Das Regal. Ja. Sehr cool. Ich glaube, da muss ich noch. Sturmkristalle. Okay. Da muss ich wohl noch ein paar Frachter machen. Aber gar nicht. Da hinten ist noch was. Historisches Dokument. Verdorbene Kompositionen. Aha. Müllt mein Inventar komplett zu hier. Ist das irgendwas wert? 1 Million. Also gelb ist er. S-Klasse. Hammer. 1 Million wert. Und das hier 500.000? Jo. Ein bisschen was muss man ja schon rausholen, wenn man hier so viel Geld aussieht. Für die Koordinaten. Ja, dann war's das. Dann haben wir hier alles durch. Wieder mal. Was? Maschinenbaukontrolle entdeckt. Verwende F. Ach so, damit ich es finde. Das ist ja auch Quatsch. Sehe ich doch. Weiß doch, wo das ist. So, dann nehmen wir jetzt mal Technologie-Upgrade. Haha, können wir nicht. Weil, voll. Ich glaube, da muss ich bald mal ein bisschen Platz machen. 10 ist jetzt nicht so der Hammer. Also, ist das Schlechteste, was es im Spiel gibt. Also, wenn ihr verfallene Frachter farmen wollt, dann und ihr hier diese Upgrades haben möchtet, dann bitte nicht in Semira Centauri. Dann kriegt ihr nur C-Gedöns. Schade, schade. Naja, kann ja nie alles perfekt sein, ne? Kaufen wir den ganzen Struts noch und dann haben wir es doch für heute schon wieder. Sehr schön. Also gibt es immer einen Bauplan. Jetzt ist die Frage, wie viele Baupläne gibt es denn? Frage. So, die Crewliste. Und das Kapitänsprotokoll. 900 Nanit wieder gekriegt. Jetzt haben wir schon fast 28.000. Sehr schön. Also Nanit gibt's da ordentlich. Ah ne, das will ich gar nicht. So, jetzt will ich das... dieses wurstige C-Upgrade verkaufen. Oh, kann auch gleich weg.
Giftschutz. Geborene Flottenbergbaueinheit. Ah, das stimmt, das hat mir irgendjemand geschenkt. Das hier habe ich irgendwo gefunden, das kann weg. Aber das behalte ich. Behalte ich, war ein Geschenk. So. Groß. So, dann einmal an Marktterminal ran. Verkaufen wir noch diese schönen Sachen, die es hier gab. So, auf keinen Fall. Hier Stickstoffsatz brauche ich nicht. Das kann ich verkaufen. Lebender Schleim. Das kann ich wegschmeißen, das ist ja nicht wert. Das ist ja nicht wert, das Zeug. Okay, plus 0,1 Nachfrage. 1,3 Millionen. Sehr schön. Auch die Reparatursitz kann man auch gut verkaufen. Auch nicht schlecht. 1, 2 hier noch, 1 war hier noch. Irgendwas, das war hier noch. Hier, genau, das haben wir noch für 600.000. Sturmkristalle für 900.000. Hm. Aber die brauche ich sowieso noch. Ne, die behalte ich. Hypnotisches Auge, das braucht man, glaube ich, auch für irgendwas. Stabiles Plasma kann weg. Verdorbene Kompositionen. 1,1 Millionen. Blup. Hier, Funkkanister. Weg. So, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Ey, nicht schubsen. Oh, schubsen mag ich nicht. So, super. Dann haben wir es. Dann haben wir heute mal ein bisschen feine Frachter gemacht. Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt öfter machen. Weil mich interessiert das schon, wie viele Baupläne es da gibt. Was für welche. Immer zu kaufen. Gut, ich kann mir die Koordinaten ja auch für beim Asteroidenbergbau holen. Na, das kann mitunter echt sehr lange dauern. Aber mal schauen, mal schauen. Ja, dann freue ich mich auf eure Kommentare und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Denke ich mal, wenn es sich zu heiß wird. Alles klar, Leute, dann bis morgen. Ciao.